Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Lieblingsreactor. Heute schauen wir gemeinsam, das Internet ist schlimmer als je zuvor. Was nun? Dinge erklärt kurz gesagt, heißt der Kanal, unsere guten Freunde von kurz gesagt. Und das gucken wir uns jetzt gemeinsam einmal an. Let's go! 2022 rechnete fast die Hälfte aller Amerikaner mit einem baldigen Bürgerkrieg. Heute glaubt einer von fünf Menschen weltweit, dass politische Gewalt gerechtfertigt sei. Immer mehr Menschen sehen sich in gegnerischen Teams. Dafür gibt es viele Gründe. Aber besonders oft beschuldigt wird Social Media. Es macht uns extremer, weniger empathisch, stachelt uns an oder zieht uns in die Doomscrolling-Spirale, verursacht Stress und Depressionen. Es fühlt sich an, als müssten wir einfach mal wieder raus und in die reale Welt flüchten. Neue Forschungen zeigen, dass wir den Grund dafür möglicherweise falsch interpretiert haben. Social Media beeinflusst vielleicht wirklich unsere Denkweise, aber nicht so, wie du meinst. Der Mythos der Filterbubble. Ja, das Von Filterbubbles hast du wahrscheinlich schon gehört. Ja. Algorithmen zeigen dir genau das, was du sehen willst oder was sie denken, das dir gefällt. Du siehst nur Informationen, die sich mit deiner Sicht decken, während abweichende Meinungen und Informationen rausgefiltert werden. Da die Inhalte deiner Weltanschauung entsprechen, erscheinen dir extreme und vergiftete Meinungen darin plötzlich weniger extrem. Du bist in einer Bubble gefangen und deine Weltsicht wird enger und radikaler. Aber stimmt das? Extreme Filterbubbles scheinen eher selten zu sein. Studien dazu, was sich Menschen online tatsächlich anschauen oder von Suchmaschinen angezeigt bekommen, konnten kaum Belege dafür finden, dass du ideologisch isoliert bist. Im Gegenteil. Online wirst du ständig mit fremden Meinungen und Weltbildern konfrontiert. Am stärksten ist die ideologische Isolation tatsächlich im echten Leben, in der echten Welt mit echten Menschen. Dein Austausch mit Freunden, Familie, Arbeitskollegen und Nachbarn ist sehr viel weniger divers als in deiner Online-Bubble. Die Filterbubble gibt's im realen Leben, nicht online. Okay, interessant. Stopp. Mit Online-Bubbles wurde ständig erklärt, wieso wir uns in den vergangenen 20 Jahren alle immer mehr hassen. Wenn das nicht so ist, sollte uns das Internet dann nicht offener, verständnisvoller und empathischer machen? Leider ist dein Gehirn dumm. Dein Gehirn ist dumm. Das Gehirn hat sich nicht entwickelt, um eine objektive Realität zu verstehen, sondern um soziale Strukturen zu formen. Unsere Vorfahren brauchten sich, um zu überleben. Also mussten unsere Gehirne dafür sorgen, dass sie zusammenarbeiteten. Deshalb fühlt sich soziale Isolation so schlimm an, weil sie lebensgefährlich war. Stämme, die zusammenarbeiteten, überlebten, gespaltene starben. Über Jahrtausende funktionierten Gemeinschaften so. Du mochtest deine Nachbarn vielleicht nicht besonders, ihr wart aber für dieselbe Sportmannschaft oder seid euch im Tempel begegnet. Die Leute vom anderen Dorf waren für euch beide Idioten. Durch bloße Nähe entstanden Gemeinsamkeiten, die unterschiedliche Weltanschauungen überbrückten und verhinderten, dass ihr euch gegenseitig umgebracht habt. Und wahrscheinlich unterschieden sich auch eure Weltanschauungen gar nicht so stark, weil sie von der gleichen örtlichen Kultur geprägt waren. Als unsere Gehirne sich entwickelten, hat das gereicht. Wer in der Nähe war, war uns ähnlich. Und wir mochten, was uns ähnlich war. So konnten wir trotz Unterschieden zusammenarbeiten. Als aus kleinen Sippen Dörfer und Städte, aus Stämmen Königreiche und Nationen wurden, mussten sich Gehirne und Gemeinschaften an mehr verschiedene Nachbarn anpassen. Wir begannen, uns auf Dorfplätzen oder in Universitäten zu treffen, um zu diskutieren und uns anzubrüllen. Aber im Großen und Ganzen waren Gemeinschaften immer noch recht isoliert. Wir waren uns immer noch ziemlich ähnlich und verbündeten uns mit Menschen um uns herum. Konflikte und Meinungsverschiedenheiten sind nicht per se schlecht. Spannungen können wunderbare neue Dinge hervorbringen. Werte, Normen und Tabus entwickeln sich ständig weiter. Und was auch immer wir heute für normal halten, wird es in Zukunft nicht mehr sein. Wir brauchen aber auch eine Art sozialen Kleber. Denn unserem Gehirn ist die Metaebene der Menschheit egal. Es will nur in einem Stamm sicher sein. Und dann entstand vor 20 Jahren etwas wahrhaft Neues, das unsere Gehirne komplett überfuhr. Das Social Media Internet, der digitale Dorfplatz. Wage es nicht, mir zu widersprechen. Soziale Sortierung. Kurz gesagt, unsere Gehirne können die ganzen Meinungsverschiedenheiten, die uns in sozialen Netzwerken begegnen, gar nicht verarbeiten.
Genau die Mechanismen, die es unseren Vorfahren ermöglicht haben, zusammenzuarbeiten, bringen uns jetzt völlig aus dem Konzept. Ob du willst oder nicht, dein Gehirn sortiert Menschen nach Weltanschauungen und Meinungen. Das geht weiter als Stammesdenken. Die Forschung nennt diesen Vorgang soziale Sortierung. Auf dem digitalen Dorfplatz begegnen dir Menschen, die Meinungen oder Informationen verbreiten, die deiner Weltsicht widersprechen. Anders als dein Nachbar feiern sie aber nicht die gleiche Sportmannschaft wie du. Es fehlt der soziale Kleber, den dein Gehirn braucht, damit ihr euch arrangiert. Für dein Gehirn wird die Meinungsverschiedenheit zu einem zentralen Teil der Identität der anderen. Und deshalb ist es weniger wahrscheinlich, dass du ihre Ansichten in Zukunft überhaupt ernsthaft beachten wirst. Hörst du Schlechtes über sie, wird dein Gehirn das viel eher unkritisch glauben. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die deine Weltanschauung teilen und dir sogar ähnlicher sind als viele Menschen im echten Leben. Dein Gehirn mag diese Menschen sehr und drückt euch richtig nahe zusammen. Menschen, die gleich denken wie du, müssen gute Menschen sein. Du bist schließlich gut und deine sozialen Kreise sind gut. Dein Gehirn wird die Meinungen dieser Menschen also eher glauben. Und wenn du etwas Schlechtes über sie hörst, wird es das eher verwerfen, ohne es zu hinterfragen. Social Media verschlimmert das noch, weil es dich so lange online behalten will wie möglich. Und die beste Emotion dafür ist leider Wut. Je wütender du wirst, umso wahrscheinlicher ist es, dass du Dinge teilst und dich beteiligst. Und das führt dazu, dass Social Media die extremsten und kontroversesten Meinungen verstärkt. Es ist nicht nur so optimiert, dass es uns verschiedene Meinungen anzeigt, sondern die größten Meinungsverschiedenheiten. Und weil dein Gehirn dumm ist und Menschen in Teams sortiert, ordnet es die schlimmsten Meinungen immer dem anderen Team zu. Auffällig und neu an dieser Online-Polarisation ist, dass es die Aspekte, die uns zu Individuen macht, verdichtet. Wie wir leben, die Serien, die wir uns anschauen, unsere Religion, unseren Stil und so weiter. Dadurch scheint es, als gehörten all diese Dinge zu gegensätzlichen, sich ausschließenden Identitäten. Das vereinfacht und verzerrt Meinungsverschiedenheiten über die Gesellschaft. Und es wirkt, als würden Menschen vom gegnerischen Lager die Welt absichtlich schlechter machen wollen. Als wären sie böse und mit Rationalität oder Diskussionen nicht zu überzeugen. Und weil du natürlich auf der richtigen Seite stehst, ist es schwieriger zu begreifen, dass das gegnerische Lager dich als genauso böse ansieht. Auf gesellschaftlicher Ebene zerstört das den sozialen Kleber, die Grundlage unserer Demokratien. Wie können wir mit Nachbarn zusammenleben, die wir für böse halten? Besonders stark ist das Problem in den USA, wo das Zwei-Parteien-System es noch einfacher macht, Menschen in Teams einzuteilen. Schlechte Meinungen über die andere Partei sind besonders hoch. Okay. Was können wir daraus lernen? Können wir etwas tun? Eine positivere Sicht. Unsere Meinung. Es ist wichtig, sich bewusst zu sein, was Social Media mit unseren Gehirnen anstellt. Dich selbst zu ändern ist einfacher, als die Welt zu ändern. Beobachte dich und hinterfrage, weshalb du Dinge glaubst, die du glaubst. Und ob du Informationen nur annimmst oder verwirfst, weil sie von einer bestimmten Person kommen. Das Internet hat gute und schlechte Seiten. Und so wie wir uns an das Leben in Städten statt Stämmen anpassen mussten, gilt das für das Informationszeitalter, in dem wir mit Milliarden Menschen verbunden sind. Evolution ist dafür zu langsam, also müssen wir Modelle finden, die mit unseren dummen Gehirnen funktionieren. Was anscheinend ganz gut funktionierte, war das Internet vor Social Media. Manche erinnern sich noch an Bulletin Boards, Foren und Blogs. Die unterschieden sich vor allem auf zwei Arten. Zum einen gab es keine Algorithmen, die dich online halten wollten. Irgendwann hattest du genug Internet für den Tag, auch wenn das heute unvorstellbar klingt. Aber wichtiger, das Internet war viel fragmentierter. Es gab tausende verschiedene Gemeinschaften, wie kleine Dörfer, die sich um gleiche Meinungen und Interessen herumbildeten. Diese Gemeinschaften waren aber quasi durch digitale Flüsse und Berge getrennt. Diese Gemeinschaften funktionierten, weil sie das echte Leben besser abbildeten als Social Media. Jedes Dorf hatte eigene Kulturen und Regeln. Vielleicht mochte ein Dorf derben Humor und wenig Moderation, während ein anderes strenge Regeln hatte und schnell sanktionierte. Brach man diese Gesetze, wurde man ausgeschlossen. Oder man zog in ein anderes Dorf, das einem besser gefiel.
Anstatt uns alle am gleichen Ort zu treffen und unsere Gehirne auf einem einzigen Dorfplatz zu überfordern, der uns verrückt macht, könnte es eine einfache Lösung für weniger soziale Sortierung geben. Zurück zu kleineren Online-Gemeinschaften. Denn was unsere blöden Gehirne nicht checken, ist, dass wir alle zum selben Team gehören. Zur Menschheit, die auf einem nassen Felsen durchs All flitzt. In einem Universum, dem wir egal sind. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Aber solange unsere Gehirne das nicht verstehen können, ist ein bisschen Abgrenzung vielleicht ganz gut. Wir haben NordVPN ausprobiert, um besser im Griff zu haben, was aus dem Internet so alles in unsere Richtung schwappt. Geh auf nordvpn.com/kurzgesagt.de, um sicherzustellen, dass bösartige Websites blockiert, Webtracker gestoppt und lässt. Ich lasse mal die Werbung drin, aus Respekt dafür, dass ich da reacte. Das ist nicht meine Werbung, aber wie gesagt, wenn ich anderen Content hijacke, um mir das mit euch zusammen anzugucken, dann skippe ich jetzt mal nicht die Werbung. Lästige Werbe-Pop-Ups ausgeblendet werden. Der Bedrohungsschutz scannt Dateien während des Downloads, entfernt Malware automatisch und warnt dich vor Apps, die riskant wirken. Darüber hinaus bietet NordVPN viele weitere Funktionen. Sommer ist Reisezeit und NordVPN verschlüsselt deine Verbindung, wenn du unbekannte Wi-Fi-Stationen in Hotels, Flughäfen oder Cafés verwendest. Du kannst aus über 6000 schnellen Servern in 111 Ländern aus der ganzen Welt wählen. So kannst du auch im Ausland auf deine heimischen Streaming-Inhalte zugreifen. Flüge, Hotels oder Mietwagen kannst du dank der Preisunterschiede in anderen Ländern günstiger buchen. Egal, ob du mit einem Computer, Tablet oder Smartphone surfst. NordVPN ist mit allen wichtigen Plattformen kompatibel und kann auf 10 Geräten gleichzeitig genutzt werden. Wenn du alle Dienste von NordVPN entdecken willst, dann geh auf nordvpn.com/kurzgesagt.de, um 4 extra Monate bei einem 2-Jahres-Tarif dazu zu erhalten. Und das alles risikofrei mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie von NordVPN. Ich glaube, das war's, oder? Also, kurz gesagt, ist Hammer, ich liebe die Leute und bin immer noch stolz darauf, dass vor, whatever, 10 Jahren, keine Ahnung, als kurz gesagt noch am Anfang war, oder zumindest nicht da, wo sie jetzt sind, da haben die einmal unter einem One-on-One-Video, nämlich One-on-One He-Man, kommentiert. Könnt ihr euch jetzt noch angucken, wenn ihr euch das One-on-One He-Man-Video anguckt. Da bin ich sehr stolz drauf, dass kurz gesagt, da kommentiert hat. Aber jetzt mal zurück zum Video. Ich fand das total interessant. Ich habe ja jetzt auch nicht pausiert und irgendwie drüber gequatscht, weil das diesen ganzen Train of Thought entgleist und dann muss man wieder reinkommen. Ich wollte jetzt nicht unterbrechen, weil das halt so ein Strang war und dem wollte ich jetzt auch folgen durchgehend. Ich finde, also vieles, was die sagen, kannte man ja auch schon oder den Gedanken dazu. Am Ende die Konklusion ist natürlich das Interessante, dass man sagt, okay, man muss sich da wieder fragmentieren und in verschiedene einzelne Splitter finden, die dann eher die Interessen miteinander teilen und weniger eben dieses duale System, da sind die Bösen, das sind die Guten. Und das ist aber auch wirklich etwas, was ja, glaube ich, jeder von uns fühlt, dass man wie so, man steht auf einer Eisscholle, die immer weiter voneinander abtreibt und entweder man steht auf der einen oder man steht auf der anderen und die anderen sind die Bösen und der Feind, die komplett in allem irren, was sie machen und nicht nur inhaltlich, sondern auch die Art und Weise, wie sie es ausdrücken, einfach alles ist falsch und auf der anderen Seite stehen die Guten und alle glauben, sie sind die Guten. Das ist halt, finde ich, genau der Punkt. Das sieht man in Amerika, finde ich, sehr krass. Haben sie ja auch erzählt, dass das Land da komplett gespalten ist. Aber ich finde, dass man das in vielen anderen Bereichen des Lebens und auch in Deutschland auch ganz häufig sieht. Ich persönlich erlebe das bei mir auch mega krass, insbesondere jetzt auf Twitter, das, was mittlerweile anders heißt, das ist mir egal. Da gibt es ja den Feed von Leuten, denen ich folge, den ich selber kuratiere, wo ich genau bestimme, wen ich lesen will. Und dann gibt es auf der anderen Seite dieses für dich, so ein Algorithmus, den mir dann eben Twitter vorschlägt und mich dann zuballert mit Sachen.
Und den muss man erstmal so ein bisschen pflegen und da Sachen rausschmeißen, sonst wird man komplett erstmal random zugeballert mit den ekelhaftesten Sachen. Den muss man ein bisschen pflegen, aber ich merke das da auch schon, dass man dann so viele Sachen dort mitbekommt, die mich dann in dem Fall auch komplett emotionalisieren. Obwohl ich immer versuche, sehr rational an Dinge ranzugehen, um mir bewusst zu sein, dass der Absender von Messages auch immer ein Ziel verfolgt, was nicht nur die Information des Lesers ist, sondern eben auch die Beeinflussung des Lesers, und versucht dann auch immer die Emotionalität ein bisschen zurückzunehmen. Aber ich merke, je emotionalisierter ich bin, desto höher ist für mich der Drang, mich auch zu Dingen zu äußern. Das wurde ja auch in dem Video gesagt, das sehe ich 100% genauso. Ich habe mich immer sehr zurückgehalten, weil ich denke immer so, okay, auch auf Social Media, die Leute, die mir da folgen, die kommen eher vielleicht wegen dummer Wortwitze oder weil sie am Kosmos interessiert sind, zu dem ich gehöre, aber weniger, weil sie jetzt von mir erwarten, dass ich mich politisch oder so äußere. Das ist ja auch hier gar nicht mein Content, weder auf Twitch noch auf YouTube noch irgendwo. Und deswegen halte ich mich da auch ein bisschen zurück. Plus, ich habe immer das Gefühl, dass ich mich nicht zu Dingen äußern möchte, von wo ich nicht zu 100% überzeugt bin, das alles durchblickt zu haben in seiner Komplexität. Weil ich halte es immer für sehr gefährlich, wenn man sich meistens ja eben aus einer Emotionalisierung heraus sowas äußert und hat aber die Sache gar nicht faktisch durchdrungen und alle Aspekte verstanden. Deswegen habe ich immer das Gefühl, okay, ich muss erstmal alles lesen und mich da richtig schlau machen. Und dann habe ich auch die Möglichkeit, wenn jemand dann Gegenargumente bringt, auch einen gefestigten Standpunkt zu vertreten, darauf einzugehen. Und alles andere ist halt so ein bisschen, ja, einfach dann aus einer recht oberflächlichen Wut heraus. Aber es gibt auch wirklich Momente jetzt gerade vermehrt durch die Konflikte auf der Welt, sei es jetzt der Ukraine-Krieg, der Krieg in Gaza. Also es gibt so viele Brandherde auf der Welt, wo es eben auch dann sehr viele Leute gibt, die vehement eine Meinung vertreten, und ich bin dann auch nicht frei davon, mich emotionalisieren zu lassen, und bin auch das ein oder andere Mal versucht zu sagen, okay, ey, auch wenn die Leute mir wegen dummer Wortwitze folgen, es gibt ja trotzdem noch eine Möglichkeit, sich vielleicht auch zu weltpolitischen Dingen zu äußern, und da muss man eben abkönnen, dass es Leute gibt, die dafür eigentlich nicht da sind und dann natürlich sagen, so, bleib mal lieber bei den Wortwitzen, du hast doch keine Ahnung, das würde natürlich auf jeden Fall passieren. Aber ich habe mich bis jetzt immer zusammengerissen und habe dazu meistens mich zurückgenommen, weil ich da auch nicht noch mehr Holz ins Feuer reinschmeißen will. Aber genau dieser Punkt, dass man erst eine Emotionalisierung hat und sich dann an einer Debatte beteiligt und meistens dann eben auch auf eine emotionalisierte Art und Weise, eben nicht sachlich. Und genauso geht es mir auch. Ich habe so ein paar Punkte, die ich jetzt einfach euch erspare, aber wo ich wirklich wütend bin, nicht nur über Dinge, die auf der Welt passieren, sondern die Wut ist auch ganz konkret an Personen, die sich zu diesen Themen auf eine Art und Weise äußern, die ich komplett ablehne, die sich in einem Lager verorten, was konträr ist zu dem, wie ich die Situation empfinde, und dann Sachen sagen, die ich so perfide und falsch finde, dass diese Emotionalisierung, die daraus erfolgt, mich wirklich drängt und stößt und drückt dazu, auch mich öffentlich zu Dingen zu äußern, für die ich eigentlich nie bekannt bin, zu denen ich eigentlich nie irgendwas gesagt habe. Und das ist auch in diesem Video, finde ich, einfach relativ kurz abgehandelt, ist auch kurz gesagt, aber das ist es. Und wenn man dann halt so emotionalisiert ist und aus der Emotion heraus sich äußert und irgendwas sagt, ist ja völlig klar, dass man beim Gegenüber dann auch diese Emotion wiederum auslöst, weil man vielleicht dann auch versäumt, sachlich zu bleiben. Oder der Gegenüber ja auch selber emotionalisiert ist und dann auch nur auf so ein Stichwort wartet, auf das er anspringen kann. Das ist auf jeden Fall schwierig, und ich kämpfe auch jeden Tag damit, mich davon, von dieser Welle nicht überrollen zu lassen und irgendwo sachlich zu bleiben und zu versuchen, auch mal auszumachen, auszuschalten und die Dinge, die real sind, die ich beeinflussen kann, die ich genießen kann, um einen herum auch mehr in den Vordergrund zu stellen, dem mehr Zeit einzuräumen. Es ist nämlich so verlockend, immer einfach zu jeder Zeit zum Handy zu greifen und abzutauchen in diese Welt, wo man diese Emotion kriegt. Ob es jetzt negativ ist oder positiv. Es ist ja nicht nur dieses Negative, sondern oftmals wird man ja auch dann mit Dingen zugeballert, die einem kurzfristig einen Endorphin
Ausstoß ermöglichen. Das ist dann ja auch relativ schnell nah am Suchtverhalten. Ich muss über diesen Ansatz nachdenken, dass man sich halt mehr so dann wieder zersplittert und sich mit Leuten trifft, die die eigenen Interessen teilen. Das gibt es natürlich schon auch noch auf gewisse Art und Weise, insbesondere wenn man es selber kuratiert. Aber es ist ja nicht immer alles Happy Joy Joy. Am meisten, finde ich, ist das halt so bei Hobbys und so, ne? Also wenn man sagt, okay, hey, HSV, alles klar, ich bin in einer HSV-Bubble oder ich bin in einem Forum. Viele von uns älteren Leuten, die das Internet im Entstehen mitgemacht haben, sind ja auch noch vielleicht in alten Foren. Wir kennen bei uns zum Beispiel das Maniac-Forum, wo ich gar nicht aktiv schreibe, aber wo ich auch seit 20 Jahren einen Account habe, wo zum Beispiel Eddie und Simon und so auch immer schon drin sind. Das ist so ein Dorf noch, wie es hier in diesem Video beschrieben wird. Würde mich mal interessieren, ob ihr auch noch so Dörfer habt, wo ihr euch rumtreibt. Vielleicht alte Inseln, die schon längst nicht mehr von neuen Schiffen angefahren werden, wo ihr aber trotzdem irgendwo noch ein Zuhause habt. Viele Dinge werden ja auch abgeschaltet, wenn sie digital sind, wie ICQ zum Beispiel. ICQ war früher der Treffpunkt zum Chatten natürlich, also dann vornehmlich mit Leuten, die man kannte, weniger jetzt eine Interessensgruppierung oder so. Aber das ist nur ein Beispiel. Es wird ja manchmal, werden diese Inseln dann ja im Meer des Vergessens versenkt. Und dann hat man gar nicht mehr die Möglichkeit, da zu wohnen. Aber man kann sich ja vielleicht neue Inseln schaffen. Genau. Dinge erklärt von kurz gesagt. Das Internet ist schlimmer als je zuvor. Was nun? Die machen viele tolle Videos. Und deswegen habe ich auch jetzt die Werbung laufen lassen, wie gesagt, weil ich die auch unterstützen möchte. Und ich finde, das gehört irgendwo dann auch zum guten Ton, weil das deren Einnahmequelle ist. So finanzieren die ihren Content. Und deswegen finde ich es irgendwie, gehört das zum guten Ton, das auch laufen zu lassen. Checkt das auf jeden Fall mal aus. Ich mag die total. Also geht mal auf deren Kanal, lasst ein Abo da und ich habe jetzt auch Bock, noch mehr Sachen mir von denen mit euch zusammen anzugucken. Lehrreich und unterhaltsam zugleich. Mal schauen, was wir als nächstes gucken. Ihr könnt gerne auch in die Comments irgendwas schreiben, Vorschläge, was wir uns mal gemeinsam angucken wollen. Bis dahin, bleibt friedlich. Ciao, Leute.